Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag über den Optionshandel, wenn es darum geht, an der Börse ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften. Ich darf mich kurz vorstellen, das Ganze diesmal ausnahmsweise nicht live aus Frankfurt, sondern bei mir zu Hause, da ein kleiner Unfall dazwischen gekommen ist und mir aber hier als Gastredner die Möglichkeit gegeben wurde, auf eine andere Art und Weise das Ganze darzubieten. Dafür schon mal herzlichen Dank. Ja, mit wem haben Sie es hier heute in den nächsten Minuten und in der nächsten Stunde zu tun? Wer bin ich? Mein Name ist Joachim Schrader, ich bin 40 Jahre alt. Was habe ich gemacht bisher? Tja, eine klassische Bankausbildung, wie so viele, die an der Börse tätig sind. Dort vor allem im Privatkundengeschäft gearbeitet und in den letzten Jahren und in den letzten 2, 3 Jahren vor allem im Finanzierungsgeschäft gearbeitet. Damit man auch ein Gesicht vor Augen hat, damit man weiß, wer hier denn spricht, ist das immer ein bisschen angenehmer, denke ich, dass man auch weiß, wen hat man da vor sich. Ein Fahrplan für die nächsten 60 Minuten, 75 Minuten, die wir gemeinsam verbringen werden. Warum macht das Sinn, sich das Ganze hier anzuschauen? Was kann ich lernen? Was kann ich mitnehmen? Ich werde kurz auf mich selber eingehen. Meine Story, wie kam ich überhaupt zum Optionshandel? Wieso ist das sinnvoll? Warum habe ich das Ganze gemacht? Dann werden wir besprechen meine 10 Gebote des Optionshandels, die sich die letzten 3,5 Jahre rauskristallisiert haben, was wichtig ist, um ein erfolgreicher Optionshändler zu sein. Ich werde dann am Ende auf meine eigene Performance in meinem Handelskonto eingehen. Ich habe extra heute Morgen noch die Auszüge vorbereitet, um einfach mal zu sehen, was seitdem ich es professionell betreibe, was ist an Performance bei rumgekommen, was war in den letzten 12 Monaten möglich und was ist seit 1.1. passiert in meinem Handelskonto, um einfach mal einen Einblick zu geben, dass sich das Ganze auch wirklich lohnt, wenn man es professionell betreibt. Und dann zu guter Letzt, das eine ist immer schön, wenn andere gute Performance haben. Letztendlich gucken Sie heute alle deswegen zu, um zu erfahren, wie kann ich etwas Neues machen, was kann ich noch zusätzlich in mein Portfolio mit aufnehmen oder wie kann ich generell an den Börsenhandel, vor allem an den Optionshandel rankommen, was ist jetzt konkret zu machen, welche Möglichkeiten haben Sie insbesondere hier kurz nach unserem Webinar mit dem Optionshandel zu starten. Ja, fangen wir an. Wie bin ich mal zum Optionshandel gekommen? Ich ja, habe damals als junger Mann den Film mit diesem Herrn hier geguckt, Michael Douglas, wie man unschwer erkennen kann. Und das hat mich natürlich gefesselt. Der Film Wall Street damals, diese legendären Sätze wie blaues Hufeisen liebt Anakin Steel oder auch wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Das hat so meine erste Liebe zur Börse entfacht. Und dann ja, habe ich versucht, durch eine Bankausbildung das Ganze konkreter zu machen, was sich jetzt nach 20 Jahren leider als völliger Trugschluss herausgestellt hat. So ist das manchmal, wenn man denkt, man geht in eine Bank und man lernt da dieses Geschäft, aber das hat damit leider nichts zu tun. Jedoch war meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall immer schon bei der Börse. Ich habe dort damals in einer Sparkasse gelernt gehabt, habe im großen Börsenspiel damals teilgenommen, Platz 3 erreicht in Niedersachsen. Das Ganze natürlich in einem kleinen spielerischen Rahmen, aber damals so mit 15, 16, wo man in diesem Spiel teilgenommen hat, das waren schon Erfolge und deswegen hat mich die Börse schon immer seit frühester Jugend interessiert und auch fasziniert. Ja, die Wall Street, die lässt einen dann halt über die Jahre nicht mehr los, wenn man einmal da Feuer gefangen hat. Jetzt ist es so, die Wall Street und die ganze Börse ist ja keine Einbahnstraße. Ich habe also meine ersten Aktien gekauft. Ich habe in der Sparkassenzeit, als ich dort Auszubildender war, das war ganz interessant. Damals schon konnte man dort ganz normal über ein normales Sparkassendepot Optionen handeln. Das war 1997, 98, da habe ich das gemacht. Heute wäre das, denke ich, mittlerweile undenkbar, das über eine klassische Bank hier in Deutschland zu machen. Ja, und dann kam es immer dazu, wozu es kommt, wenn etwas gut lief, dass das Ganze sich auch mal dreht, ne? Und dann habe ich die Asienkrise damals voll mitgenommen. Ich habe hier mal exemplarisch so ein Bild hingestellt, ja, wie funktionieren Menschen, was ist die Börse. Und wenn das Ganze mal einmal ins Rutschen kommt, dann kommt es im Rutschen. Und das war halt 98 die Asienkrise. Ich hatte 12 bis 16 Monate ungefähr richtig gutes Geld verdient mit Optionshandel, hatte da aber keinen professionellen Plan dabei und als es dann
in die andere Richtung ging und diese Asienkrise rauskam, war natürlich vieles von dem wieder weg, was man einmal verdient hat. Ne? Und so funktioniert Börse. Es ist viel mit Herdentrieb. Ja? Auf der einen Seite ist dieser Mr. Market, wie wir mal nennen wollen, immer entweder euphorisch oder er ist das ganze Gegenteil. Aber er ist nie irgendwie normal, was wir als Menschen als normal verstehen. Sondern es gibt immer Euphorie, es gibt immer Pessimismus. Dazwischen liegt oft nicht sehr viel leider. Und deswegen irgendwann den Dreh dazu zu bekommen, wie kann ich professionell mir langfristig ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen. Das war mein erklärtes Ziel damals. Und nach den ganzen Krisen, nach dem Lehrgeld, was man bezahlt hat, natürlich auch 2000, 2001, dafür steht eigentlich dieses Bild, der neue Markt. Viele werden es noch mitbekommen haben. Erst die Euphorie, dann der totale Absturz. Danach wurde gesagt, Aktien, alles ist, die ganze Börse ist alles Teufelszeug. Aber wir wissen alle, es ist langfristig nicht so. Kurzfristig sicherlich immer wieder Schwankungen drin, aber wie kann man dagegen ankämpfen, gegen diese Sachen? Was kann man mit in das Portfolio aufnehmen, um sich regelmäßiges Einkommen an der Börse zu beschaffen? Und dafür stehen wir heute hier, um da einfach mal einen Blick drauf zu werfen, auf die anderen Möglichkeiten, die es jenseits der klassischen Aktienauswahl gibt. Daraus abgeleitet, aus diesem, was ich selbst erlebt habe, habe ich einfach mal 10 Gebote zusammengeschrieben, so habe ich es mal genannt, die einen erfolgreichen Optionshändler ausmachen können. 10 Gebote sind ja mal wirklich so, dass man sagt, es sind Leitlinien, es sind Leitplanken. Ja, wir haben die Börse ist nicht grau und nicht schwarz, sondern ist nicht schwarz und nicht weiß, sondern grau. Es gibt immer wieder dazwischen einiges, wo man ja, was man nicht genau bestimmen kann. Und diese 10 Gebote sollen einfach mal eine Leitfaden sein, um disziplinierter zu handeln, um einfach zu schauen, wie wichtig ist es, sich an Regeln zu halten. Letztendlich sind Regeln für uns Menschen immer ganz gut, denn die Regeln helfen uns, Sachen einzuhalten und uns an Sachen zu erinnern, wenn sie auch mal in euphorischen Zeiten verloren gehen. Das erste Gebot, das ist die Disziplin. Die Disziplin ist deswegen so wichtig, weil wir fangen gern etwas an, aber wir hören auch gerne schnell mit etwas auf. Und etwas durchzuziehen, ist eigentlich ein Geheimnis zu sagen, ich beschäftige mich mal voll damit, ich suche mir jemanden, der mir auch dabei hilft, um einfach die Disziplin zu haben, die Regelmäßigkeit zu haben, etwas zu tun. Der Geist ist zwar voller Eifer, aber das Fleisch ist schwach. Und immer wenn etwas gut läuft, dann sind wir euphorisch, dann fällt es uns leichter, etwas durchzuziehen. Aber wenn wir auch mal so Hindernisse bekommen, die Disziplin zu haben, weiterhin zu machen, denn es zeigt ja die Vergangenheit, dass Systeme, die man handelt, vernünftig sind und auch Performance erzielen können. Und dann gibt es aber auch die Phasen, wo diese Performance nicht das erreicht, was ich mir gerne wünsche. Aber dafür brauche ich das erste Gebot, die Disziplin zu haben, den Eifer zu haben, dran zu bleiben, weiter zu lernen, die Disziplin zu haben, etwas Neues in mich aufzusaugen, aber es auch langfristig durchzuhalten. Disziplin ist eines der wichtigsten Sachen, die brauche ich im Sport. Die Disziplin bräuchte ich normalerweise auch am Anfang des Jahres, ne, wenn immer die guten Vorsätze kommen. Jetzt haben wir die ersten 9 Wochen des Jahres rum. Die guten Vorsätze sind oft schon über Bord geworfen. Das war ja warum? Weil viele disziplinlos sind. Man möchte zwar vieles erreichen, aber vieles wird nicht erreicht, weil keine Disziplin da ist. Das erste Gebot daher, sehen Sie zu, seien Sie diszipliniert bei dem, was sie an der Börse tun. Vor allem aber auch im Optionshandel gehört Disziplin mit zum Wichtigsten. Betreibe Gedankenhygiene. Tja, komisches Wort vielleicht, aber Gedankenhygiene ist umso wichtiger, weil wir von überall ja jeden Tag haufenweise Informationen bekommen. Informationen über das Internet, über Zeitungen, über Zeitschriften, die wir teilweise gar nicht mehr selber richtig einordnen können. Ordnung im Kopf ist aber wichtig, damit man sich konzentrieren kann auf das, was man selber tut. Letztendlich ist es ja so, ich kann Sachen nachhandeln, ich kann mich auf andere verlassen, aber eine eigene Strategie mal zu haben, dass man autark, unabhängig handeln kann, das ist etwas, was einen ja selber glücklich machen kann. Nur ich brauche dafür Ordnung im Kopf. Ordnung im Kopf, um sich nicht ablenken zu lassen von dem, was einen ganzen Tag rumgetrötet wird.
diese Gedankenhygiene zu betreiben, einfach zu sagen, was ich bisher hatte, leg's ad acta und versuche etwas neu zu formieren in meinem Kopf und Ordnung dort hinzustellen, um das Neue wirklich auch mal entfalten zu lassen. Und dabei ist es dann wichtig, nicht wieder abzulenken. Ja, hüte dich vor Finanzpornografie, habe ich das hier einfach mal genannt. Warum ist das wichtig? Finanzpornografie, ich will ein paar Beispiele mal zeigen. Hier haben wir beispielsweise mal die klassischen Zeitungen, die wir alle kennen, die jeden Tag irgendetwas bringen. Letztendlich sind es alles Nachrichten, die alt sind. Wir werden immer in eine Ecke gedrückt. Und die Sache ist die, wenn ich immer danach hetze, nach der nächsten Zeitung, nach dem nächsten heißen Tipp und ähnlichem, ich mache mich erstens verrückt, verlasse meine eigenen Strategien und verlasse mich wiederum auf andere. Und letztendlich, wenn das alles funktionieren würde, exemplarisch hier mal diese Fonds machen aus 6 Euro täglich 1 Million. Das ist natürlich etwas, was viele interessiert, ne? Wenig Aufwand, hoher Ertrag, aber es führt nicht zum Erfolg an einer Börse, gerade nicht im Optionshandel, da ich mich da vor diesen anderen Meinungsmachern, ja, der eine sagt, es steigt, der andere sagt, es fällt, der eine sagt, der Ölpreis geht hoch, der nächste sagt, er geht runter. Ja, was ist denn jetzt? Sich ein klares eigenes Bild zu machen von dem, was man vorhat, von dem, dass man sich trennt von dem, was an anderen vorbeten. Das ist wichtig. Diese Finanzpornografie, diese ganzen Sachen, die ganzen Statements jeden Tag, 15:30 Uhr, N24, NTV und ähnlichem. Wenn man einmal seine eigene Sache gefunden hat, kann man sehr viel Zeit gewinnen und Lebensqualität, wenn man selber seine Strategie umsetzt im Optionshandel, ohne sich von diesen anderen Sachen groß beeinflussen zu lassen. Ne? Börse, Online, Kapital, alle die Sachen, die jeden Tag vorgepredigt werden. Es kommen Börsenstars hoch, viele, die auch in den Medien bekannt sind. Wenn man sich die eigene Performance dieser Person mal anguckt, wie war die denn wirklich? Und tja, da muss man wirklich sagen, teilweise war die wirklich desaströs. Ich behaupte mal, alle haben immer beste Absichten, keine Frage, aber die Umsetzung ist doch dann so, ist dann doch nicht so leicht, so dass es immer besser ist, sich um sein eigenes Geld zu kümmern. Ja, Prognosen, ne, das ist ja auch immer so eine Sache mit Prognosen. Traue keiner Prognose, die du nicht selber gemacht hast. Es ist aber nicht einfach, Prognosen zu vertrauen, gerade wenn sie immer wieder am Jahresanfang kommen. Wo steht der DAX? Es ist ja immer das Gleiche. Es ist ja immer, wo steht der Euro? Wo steht der DAX? Wo steht der S&P 500? Es sind immer die gleichen Fragen, die aufgeworfen werden. Hilft einem das aber jetzt weiter? Ich behaupte nein. Letztendlich wissen wir alle nicht, was nächste Woche ist. Heute 14:30 Uhr, wir die Arbeitsmarktdaten, alle gucken drauf, Dienstag Fed und was es alles so gibt. Aber es ist ja immer das Gleiche. Es hilft einem nicht weiter, sich damit groß zu befassen, wenn man seine eigene Strategie hat. Dann ist man erst richtig autark, frei zu handeln, um erfolgreich an dem Optionshandel teilzunehmen. Setze dir ein Ziel. Da komme ich nochmal so ein bisschen zurück auf meine Wenigkeit. Damals, da war das Ziel immer so, ja, ich möchte irgendwann mal ein großes Depot haben, ich möchte mal ein großes Handelskonto haben. Aber war das wirklich mein Ziel? Wenn ich das Ganze heute reflektiere, würde ich sagen, es war ein monetäres Ziel. Und monetäre Ziele sind ja immer das Problem, dass sie gar nicht richtig greifbar sind. Ich kann immer sagen, ich mache jetzt auf 5.000 Euro, möchte ich 1 Million machen beispielsweise. Aber motiviert mich das wirklich durchzuhalten? Oder ist das wirklich ein Ziel, wofür es sich lohnt, Zeit, Wissen und Energie einzusetzen? Ich behaupte mal, dass diese rein monetären Ziele einen davon abbringen könnten, das auch diszipliniert durchzuhalten. Wenn wir zum ersten Gebot auch mal wieder zurückgehen. Deswegen ist ein Ziel, was man sich setzen sollte, muss wirklich so sein, dass es sich dafür lohnt zu kämpfen. Bei mir ist beispielsweise das Ziel, warum ich den Optionshandel professionell betreibe, ein Stück Freiheit zu gewinnen. Freiheit in Bezug auf Zeit. Ja, nicht, dass man ewig und 3 Tage in diesen normalen Jobs hocken muss, um da irgendwann vielleicht mal aussteigen zu können, sondern mein Ziel ist es, mehr Zeit zu haben. Und wenn man den Optionshandel sieht, den ja viele auch neben ihren normalen Jobs bewältigen können, ist es wirklich vernünftig, sich mit diesem Handel zu beschäftigen, da er kein
nicht den Zeiteinsatz von 8 Uhr bis 22 Uhr abends erfordert, sondern zu gewissen Zeiten. Man kann diesen Trading-Stil sehr gut auf sein eigenes Leben anwenden. Und wenn man sich das Ziel gesetzt hat, ob das dann beispielsweise sagt, ich mache es deswegen, um eine vernünftige Altersvorsorge zu bekommen, ich mache es deswegen, um nebenbei mir was anzusparen, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren langfristig oder ähnliches. Das sind alles Ziele, die sind greifbar. Und wer dieses Ziel sich gesetzt hat und einmal weiß, was er wirklich will, der findet dann auch den Weg. Nur dieses Ziellose, ich lege einfach mal Geld an und ich war die letzten Jahre enttäuscht, ich war am neuen Markt dabei, ich habe da mal was verloren, ich habe mal hier verloren. Das ist alles deswegen passiert, weil ich oft kein Ziel hatte. Kein Ziel und auch keine Strategie dahinter, um es zu erreichen. Und deswegen ist es wichtig, sich klar zu werden, warum will ich denn überhaupt an der Börse handeln? Warum will ich denn überhaupt in den Optionshandel gehen? Sich das klar lernen und so auch sich wirklich mal aufschreiben, warum will ich das machen? Das ist das Entscheidende, ein entscheidender weiterer Punkt, um erfolgreich im Optionshandel zu sein. Vor allem in dem Optionshandel, den wir ja hier betreiben. Das fünfte Gebot, sei ein guter Risikomanager. Warum ist das so wichtig? Es ist natürlich für alle wichtig, die eine Börse anlegen, aber für einen Optionshändler, beziehungsweise auch dieses Geschäft, was ich betreibe, ich betreibe es ja so, dass wir sogenannte Stillhaltergeschäfte machen. Das heißt, wir verkaufen erst eine Option an der Börse und kaufen sie dann später billig zurück. Wir machen ja genau das Gegenteil von dem, was die Masse macht. Natürlich ist es immer ein Lösungsspiel, weil wenn ich etwas verkaufe, brauche ich auf der anderen Seite natürlich auch einen Käufer. Aber was ist denn gerade in unserem Land sehr verbreitet, dass man Optionen kauft, in der Erwartung, die richtige Richtung zu treffen, um einen Gewinn dann zu machen. Das sind ja Hebelprodukte, kurzfristig, vielleicht innerhalb von nur ein paar Tagen, ich erwarte, dass der DAX von 10.000 auf 11.000 steigt, ich kaufe deswegen eine Call-Option und hoffe deswegen, dass der Preis steigt und meine Option vervielfältigt sich. Das ist ja so, dass wenn sich jemand damit beschäftigt, das gängige System. Wir beschäftigen uns ja als Stillhalter genau mit der anderen Seite. Wohin geht der Preis nicht mehr? Ja, und wir setzen auf Seitwärtsbewegung. Und trotzdem ist es da wichtig, natürlich das Risiko zu managen. Ja? Wie mache ich das? Ich kann mein Risiko immer in Balance halten, indem ich mein Depot diversifiziere. Das bedeutet, ich setze auf viele Optionsmöglichkeiten und behalte dann mein Depotkonto oder mein Depotwert so im Auge, dass ich im Verhältnis zu meinem Gesamtdepot nur eine gewisse prozentuale Zahl riskiere pro Trade. In meinem Fall, also ich bin mittlerweile, am Anfang hatte ich mal 1%, als mein Konto noch kleiner war. Je größer das Konto wird, desto weniger Risiko möchte ich haben, weil es ja auch um absolute Zahlen nachher geht. Mittlerweile bin ich so, dass ich zwischen 0,5 bis 0,75% Risiko pro Position nur noch habe. Und dann, das merkt man schon unheimlich auch, was die Stabilität eines Depots angeht, eines Kontostandes angeht, dass man, wenn es einfach mal gegen einen läuft, dass man das lange nicht mehr so weit nach hinten wirft, wie das früher war. Im Gegenteil, es stabilisiert sich. Und das ist etwas, was wir vom Kopf her lernen müssen. Risiko gegenüber Chance abzuschätzen. Mit klaren Regeln für unser Risikomanagement. Diese Regeln muss ich vorher definieren. Ich muss vorher mir wissen, wie viel bin ich bereit, pro Trade einzusetzen. Denn mein Risiko bestimme ich nur durch meine Positionsgröße im Stillhaltergeschäft. Da es ja auch immer mal diese Gaps gibt, dass etwas über Nacht mal so springt, dass man da aus diesem Risiko, dass man mehr dieses Risiko trägt, als ihm das lieb war. Aber deswegen ist es wichtig, die Positionsgröße vorher zu bestimmen und passend zu machen an meine Anlagestrategie, an meine Kontogröße. Und das ist etwas, was ich vorher mir überlegen muss. Wie viel bin ich bereit zu riskieren pro Trade? Und was mache ich, wenn ein Trade auch mal gegen mich läuft? Da gibt es ja dann je nach Strategie auch die verschiedensten Regeln. Wir kommen ja am Schluss da nochmal drauf, was Sie persönlich machen können, um so etwas mal zu erfahren, wie so eine Grundstrategien funktionieren im Stillhaltergeschäft. Und wenn ich das weiß, dann kann ich damit sehr gut umgehen und ich kann auch sehr gut und ruhig schlafen. Das ist ja auch immer wichtig. Wenn ich mal auf das Jahr 2016 im Januar zurückkomme, da habe ich, man lernt ja nur aus seinen Fehlern grundsätzlich, man lernt ja nie daraus, die Gewinne kommen ja sowieso automatisch. Aber woraus lernt man etwas, wenn man etwas falsch gemacht hat? Da hatte ich im Laufe der mehrerer Wochen durch
eine Strategie, die wir anwenden, die Short-Put-Strategie, eine größere Position aufgebaut, die mir nachher viel zu groß war im Depot. Weil die lief am Anfang ganz gut, ne? Männer überschätzen sich immer gerne selbst, also habe ich die laufen lassen und dann war ja das Ganze ein bisschen holprig im Januar, Februar letzten Jahres und da ist mir viel Performance leider verlustig gegangen, weil ich da eine Regel verletzt hatte, nämlich meine Risikoregel, wie viel setze ich ein pro Trade. Aber dadurch lernt man wieder, weil Fehler werden immer wieder passieren. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass es immer so kommen kann und dann kann man damit auch umgehen. Schön ist halt, wenn man das vorher weiß, aber wir als Menschen, wir wissen ja immer, ne, wenn es mal gut läuft, dann werden wir mutiger und dann ist viel mit Autofahren. Ne. Am Anfang sind wir sehr vorsichtig als Fahranfänger und dann werden die Autos größer, die PS-Zahlen werden größer. Es passiert jahrelang nichts und dann kommt es irgendwann vielleicht mal zum großen Knall. Es muss nicht dazu kommen, aber es kann, weil wir uns gerne selbst überschätzen, weil wir das Risiko mehr weil wir denken, wir haben das Risiko mehr im Griff, weil wir schon viel Erfahrung haben und dann belehrt uns irgendwann der Markt, dass er sich auch mal wieder was zurückholt. Wie schütze ich mich dadurch? Indem ich ein guter Risikomanager werde. Indem ich mein Risiko immer wieder neu justiere, mich frage, kann ich damit gut leben? Passt es zu meiner Kontogröße? Und dann diese Regeln dementsprechend auch einhalte. Das ist die Kunst und das ist eine der wichtigsten Faktoren, wenn man langfristig am Markt dabei sein will, sein Risiko vernünftig zu managen und auch als Position auch mal dicht zu machen, gegen einlaufen, die dann nicht mehr diesen Kriterien entstehen, denn dadurch hebe ich meine Gesamtperformance. Das hört sich immer komisch an, aber gerade wenn ich mich um die Verlierer kümmere, die ich derzeit in den Positionen habe, die auch rausnehme konsequent, wird mein Depot mittelfristig steigen. Kurzfristig geht es natürlich nicht, aber mittelfristig wird es steigen, weil ich dadurch nämlich diese großen Verluste, die dann viel, viel schwerer sind aufzuholen, locker im Griff habe. Das ist etwas, wenn man das mal verstanden hat oder auch das Rollprinzip später, wenn man ein bisschen sich weiterentwickelt hat im Optionshandel, was da alles machbar ist, dann kann man wirklich sehen, dass das vernünftig ist, was man tut. Und es lässt einen vor allem ruhig schlafen, man hat keine Angst vor irgendwelchen Nachrichten, die am Wochenende kommen, ne? Wenn irgendwie wieder irgendwer gerettet werden muss um Euro, irgendeine Bank wieder kaputt gegangen ist, keine Ahnung, es gibt genug Gründe, um sein Risiko vernünftig zu managen, dann lässt einen das wirklich ganz, ganz entspannt in den Tag blicken. Man braucht nicht alle 3, 4 Stunden irgendwie sich von der Arbeit entfernen, nur um einfach mal zu gucken, was macht denn mein Depot, denn das ist ja etwas, was dann die Performance bei der Arbeit schleifen lassen lässt und auf der anderen Seite dem Arbeitgeber natürlich auch viel Arbeitszeit wegnimmt, was ja auch nicht in Ordnung ist, keine Frage. Deswegen den Handel und das Risiko auf mein Leben bestimmen, sich an die Regeln handeln, ein guter Risikomanager werden, um dadurch Performance zu erzielen. Ein wichtiges Gebot. Bitte unbedingt hinter die Ohren schreiben. Trade nur, wenn du den Vorteil hast. Beim Stillhaltergeschäft ist es ja so, wir verkaufen zuerst eine Option, kaufen sie dann billig zurück. Gibt es gewisse Kennzahlen, die einem bewusst machen, habe ich jetzt einen statistischen Vorteil zum Handel oder nicht? Diese Kennzahlen beispielsweise wie die sogenannte Volatilität im Markt, das heißt also die Schwankungsbreite und dadurch gibt es dann solche Kennzahlen wie die sogenannte IVR, eine statistische Zahl, die zeigt, wo ein sogenanntes Underlying beispielsweise, sagt, nehmen wir mal als Beispiel Öl, CL, Crude Oil, im Verhältnis zu den letzten 12 Monaten die Volatilität ist, die Schwankungsbreite. Ist diese sehr hoch? Also eine sehr hohe Volatilität ist das bei uns als Optionsverkäufer sehr, sehr gut. Warum? Wir erhalten sehr, sehr viel Geld für das, was wir dort verkaufen. Denn jemand anders möchte sich ja absichern oder hat eine Idee und wir verkaufen ihm dann in diesem Moment diese Option. Und weil der Markt sagt, wir wissen gar nicht, wo Öl hingeht, ist es so, dass diese Optionen teurer gepreist werden in diesem Zeitfenster. Und dann haben wir natürlich einen statistischen Vorteil gegenüber denjenigen, der die Option kauft. Warum? Irgendwann beruhigen sich die Situationen wieder. Wir konnten das diese Woche beispielsweise sehen, als das Öl abverkauft wurde mit 6%. Da stieg ja die Volatilität in Öl auch wieder. Das heißt, wir hatten eine Chance, was zu verkaufen, mit dem Trend zu gehen. Irgendwann fällt diese Volatilität natürlich auch wieder zusammen. Und dann
ist das, was uns das Herz öffnet im wahrsten Sinne des Wortes, dann fallen diese Preise der Option sehr, sehr schnell auch in sich zusammen. Wir haben da nicht nur den Zeitwert einer Option kassiert, sondern natürlich auch die Prämie, die momentan oben drauf geschlagen wurde für die Zeit, wo man nicht wusste, was mit Öl passiert, wo Anleger Angst hatten. Und dann werden diese Optionen teurer gepreist. Wir verkaufen teuer und kaufen dann später billiger zurück. Und das ist der Vorteil in unserem Handel. Aber wir können ihn natürlich nur ausspielen, wenn dieser Vorteil auch da ist. Wir kommen noch zu einem anderen Gebot, was da reinspielt. Wir dürfen, was lernen wir denn jetzt aus diesem Gebot? Wir dürfen nicht traden, wenn wir diesen statistischen Vorteil nicht haben. Die Vorteile sind Zeitwertverlust plus höhere Volatilität im Markt. Und das macht natürlich die letzten Wochen und Monate nicht einfach. Weil die Volatilität, die Schwankungsbreite des Marktes, die ist ja nur wirklich, messen wir es doch einfach mal mit dem VIX, mit dem VIX Future, die ist natürlich mega, mega unten. Anders kann man es nicht sagen. Ja? Und deswegen müssen wir zurzeit die Füße auch wirklich stillhalten. Wir können nicht die großen Trades machen, weil uns die statistischen Vorteile fehlen. Und warum sollte ich ein Trade machen, nur um des Tradens willen? Ja, manchmal geht es dann wirklich so, man sitzt davor, möchte handeln, dann muss man sich einfach zurücknehmen. Weil es ist zurzeit nicht so, dass ich große Positionen fahren kann, um Prämien einzunehmen, weil es die Kennzahlen und das Marktumfeld einfach nicht hergibt. Irgendwann wird es sich drehen. Irgendwann steigt wohl er wieder, weil das sind einfach die Gesetze des Marktes. Ne? Also es ist alles in Zyklen. Wir werden hohe Wohler haben, wir haben niedrige Wohler. Und momentan ist es so, dass wir seit Wochen und Monaten niedrige Volatilität haben. Und deswegen kann man natürlich immer noch was machen, aber lange nicht in dem Ausmaß, wo man vernünftige Volatilitäten hätte. Das beispielsweise war, als Öl abgestürzt ist von 100 auf die $30. Das waren traumhafte Bedingungen für Optionshändler, die Option verkauft haben. Jemand, der natürlich Puts gekauft hat, wird auch etwas verdient haben. Aber lange nicht so, lange nicht in dem Maße. Warum? Weil die Volatilität hoch war und die Aufpreise auf die Optionen zu diesen Zeiten sehr, sehr hoch waren. Und wenn dann das Ganze nicht gleich in die richtige Richtung gelaufen ist für den Käufer, dann hat er auch einen Zeitwertverlust gehabt. Und wir als Optionsverkäufer, als Stillhalter, haben die großen Asse, wie man hier auch schön auf dem Bild sehen kann, in der Hand gehalten. Und das war der große Vorteil, weil wir den Zeitwert plus die hohe Volatilität verkauft haben, die irgendwann immer in sich zusammengefallen ist. Und dann konnten wir wirklich schöne Prämien, schöne Ergebnisse erzielen. Das Ganze auch gerne auch in den letzten 16 Monaten in den Bonds, zum Beispiel in den 30-jährigen Bonds ZB abgekürzt. Da konnte man das Gleiche auch machen. Das sind ja so Brot- und Buttermärkte, wie wir immer sagen, wo man sich immer gut ein regelmäßiges Einkommen heranziehen kann. Und das ist doch wirklich, das sind statistische Vorteile und die muss ich als Optionshändler ausspielen können. Und dafür brauche ich natürlich die Ruhe und die Erkenntnis, nicht traden um des Tradens willen, sondern dann, wenn ich den statistischen Vorteil habe. Und das ist es, was Optionshandel erfolgreich macht, auf jeden Fall das Stillhaltergeschäft, nicht das Kaufgeschäft, das Stillhaltergeschäft. Wir sprechen heute hier davon, wir verkaufen erst eine Option und kaufen sie später günstig zurück. Ja, trade, was du siehst und bleibe dem Setup treu. Gebot Nummer 7. Trade what you see, not what you think. Und das ist etwas, was auch wieder gegen diese typische Sache von uns Menschen geht. Wir denken ja immer, das kann nicht tiefer fallen und das kann nicht höher steigen. Ich habe hier einmal die Ölpreisentwicklung mitgebracht. Wenn man das im Nachgang sieht, ist es klar. Ja? Was sehen wir hier? Es fällt. Was hätte ich handeln müssen? Fallende Kurse. In dem Fall haben wir als Optionshändler uns, die mit der Trendfolge arbeiten, das heißt, wir sind den Trend mitgegangen und auf die Short-Call-Seite gestellt und haben dort Prämien eingenommen und die später günstig zurückgekauft. Jetzt ist es aber so, dass wir oft sagen, das kann doch gar nicht weiterfallen. Ne? Wir sind beim Ölpreis damals gekommen von über $100, sind dann runtergefallen. Und wenn sich so ein Ding mal halbiert hat, ist ja die übliche Reaktion, jetzt muss es doch auch mal wieder steigen. Und da ist es wichtig und deswegen auch die anderen Gebote, wie die Gedankenhygiene, die Disziplin beispielsweise,
dass man nicht diesen anderen Rufen hinterherläuft, sondern dass man sich klar macht, was sehe ich hier im Chart? Einen fallenden Kurs. Also handle ich doch den Trend mit. Man muss doch einfach nur den Trend mitnehmen, mehr ist es doch nicht. Wenn ich mich gegen so einen Trend stelle, dann kann ich ganz, ganz schnell das Konto platt machen. Das hilft mir nicht weiter. Wenn ich von 100 komme, denke bei 50 Dollar ist Schluss und dann fällt das Ding aber doch nochmal auf 30 Dollar, ja, dann wird es natürlich eng. Ne? Das ist dann wirklich gegen etwas, was man gesehen hat, habe ich gehandelt. Und deswegen ist es wichtig, die Disziplin, Gedankenhygiene zu haben, nur bei dem Vorteil zu traden. Was waren hier in dem Jahr die Vorteile bei Öl? War es natürlich der schöne Trend plus die hohe Volatilität, die hier viele, viele Short-Call-Möglichkeiten eröffnet haben, gute Prämieneinnahmen gebracht haben. Man konnte das Risiko sehr, sehr gut justieren. Das waren wirklich schöne Märkte, die man dort handeln konnte. Wichtig war halt wirklich, das zu traden, was man sieht und nicht sich gegen einen Trend zu stellen. Das ist das ist ja auch das Verrückte bei den Aktienmärkten. Momentan sehen wir im S&P 500, alle sagen, Mensch, das ist ja so hoch, ich steige da nicht mehr ein. Und was sehen wir momentan? Sehen wir immer noch steigende Kurse, weil halt so viele dann glauben, dass wir jetzt ausgereizt sind. Aber solange das der Fall ist, werden wir vielleicht in den nächsten Wochen nur Regentropfen sehen. Aber ja, was weiß ich denn? Die Sache ist die, ich kann nur handeln, was ich sehe. Momentan sehe ich, dass es halt oben steht. Und dementsprechend positioniere ich mich, wenn die Volatilität stimmt. Momentan ist es natürlich dort sehr, sehr schwer, Trades zu machen für uns Optionshändler, weil die Volatilität sehr, sehr niedrig ist durch den WIX. Aber sich gegen den Trend zu stellen und jetzt etwas zu shorten, beispielsweise, was ja dann gerne auch mal von mir bekannten Kollegen gemacht wird, das ist natürlich weniger sinnvoll aus meiner Sicht der Dinge, aus meiner Erfahrung der letzten 4 Jahre, sich gegen einen Trend zu stellen, macht keinen Sinn. Wir traden einfach den Trend mit und traden das, was wir sehen. Bleibe geduldig, denn die Zeit ist immer für mich. Das ist etwas, was, was mir wirklich auch in den letzten 4 Jahren immer wieder vorgekommen ist, Geduld zu haben. Denn wenn ich mal eine Position eingegangen bin, dann lebe ich ja davon, dass einmal der Zeitwertverfall für mich arbeitet und dass ich Erwartungen habe, wie beispielsweise, dass die Volatilität am Markt nach unten geht und ich dadurch Geld verdiene. Das ist mega langweilig. Also im Schnitt ist es so, dass ich in einer Position drin bleibe für 4 bis 6 Wochen. Das ist immer so die Zeit von Aufsetzen bis zum Rausgehen, wenn sie ganz normal durchläuft und ich muss nicht eingreifen. Und das kann schon mega langweilig sein, weil da ist nichts zu tun, außer dass man vielleicht einmal sagt, guckt, wo die Sachen steht. Dass es ein 8. Gebot ist, geduldig zu sein. Warum ist das so? Ja, weil unsere Hände und unsere Plattform, die wir beim Broker haben, die sagt ja quasi immer, schreibt mich an, mach doch mal was, tipp doch mal hierhin, tipp doch da mal dahin und mach doch mal einen Trade, sonst ist dir zu langweilig. Und deswegen der Ratschlag, Geduld. Geduld ist etwas, was wir als Optionsverkäufer üben müssen, denn wir brauchen nur abwarten, die Sachen liegen lassen, eingreifen, dann erst, wenn es die Regeln erfordern, die jeweils für die einzelne Strategie gelten. Und ansonsten lass die Zeit für mich arbeiten, auch wenn es langweilig ist. Ich habe teilweise Wochen über 7, 8 Tage, ich habe mal geguckt, im Februar waren es fast 9 Tage am Stück, wo ich gar nichts gemacht habe. Ich habe immer reingeguckt, ja, aber es war nichts. Ich sah keine großen Chancen, die im Verhältnis zum Risiko gepasst haben. Und die Positionen, die ich hatte, ja, haben sich wunderbar entwickelt. Und einfach mal nichts tun, geduldig sein, das ist schon große Kunst, weil wir sind ja immer Getriebene, wir wollen ja immer über Nacht alles erreichen. Und deswegen, Geduld ist wirklich eine Tugend, die wir im Optionshandel, wenn es um den Verkauf von Optionen geht, haben müssen, denn in der Ruhe liegt da wirklich die Kraft. Denn Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und die Geduld brauche ich einmal beim Aufsetzen eines Trades. Das heißt, es kann sein, dass es vielleicht nicht der ideale Tag ist, dass es nicht der ideale Trendverlauf war und ähnlichem. Deswegen muss ich vielleicht warten. Mache es nicht heute, mache es vielleicht übermorgen. Aber es läuft ja nicht weg. Im Trade brauche ich Geduld, weil wenn er einmal aufgesetzt ist, so wie ich das eben schon ausführte, dann läuft das ganze Ding. Ich muss einfach nur warten, was manchmal wirklich nicht einfach ist. Im Anwachsen der Gewinnkurve
Menschen überschätzen, was sie kurzfristig erreichen können und unterschätzen, was sie langfristig erreichen würden. Denn das, was wir hier beim Optionsverkauf machen, ich nenne das ja auch gerne Hamstern. Wir nehmen hier ein paar hundert Euro ein, wir nehmen hier ein paar hundert Dollar ein, was natürlich eine Gewinnkurve langsamer wachsen lässt, aber sie wächst. Wir möchten natürlich gerne alle über Nacht reich werden, aber dafür müssten wir Lotto spielen, reich heiraten oder ähnliches. Das funktioniert einfach nicht so gut. Aber was funktioniert ist, wenn wir uns Zeit nehmen für das, was unsere Ziele sind und auch im Anwachsen der Gewinnkurve. Wenn es das Marktumfeld nicht hergibt, ja, dann kann ich nur Geld verlieren, aber weniger gewinnen. Aber was funktioniert, ist Langfristigkeit, gerade im Optionsverkauf, wirklich daran zu denken, dass wir keine Sprinter sind, sondern dass wir Marathonläufer sind. Und Marathonläufer, die haben nichts davon, wenn sie 100 Meter mal richtig Power geben, dann wieder gar nichts, sondern dass die kontinuierlich ihre Pace gehen, ihr Tempo gehen, um ans Ziel zu bekommen. Denn die gewinnen ja auch nur, wenn sie wirklich ankommen. Und so ist es auch hier. Kurzfristig mit irgendeinem Future hin und her zu zocken oder ähnliches zu machen, keine Frage, kann alles funktionieren. Für die meisten funktioniert es aber eben nicht. Und deswegen daran denken, langfristig denken und die Gewinnkurve langsam wachsen zu lassen und sich daran zu freuen, dass man immer wieder hier ein paar Hunderte hat, da ein paar Hunderte hat. Und dann sieht man auch, dass die sogenannte Equity, die Gewinnkurve weiterhin wächst und einfach Geduld üben in dem, was man tut. Ja, Gebot 9, das muss ich mir auch immer wieder wirklich sagen, protokolliere so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Warum ist der wichtig? Ich muss wissen, wo kommen meine Gewinner her? Warum bin ich diesen Trade eingegangen damals, wenn man das auch mal ganz reflektiert, wenn man sich hinsetzt am Ende des Jahres und guckt, wie ist es gelaufen, was habe ich gemacht? Muss ich wissen können, muss ich reflektieren können, woher kommen die Gewinner? Genauso muss ich wissen, wie kamen denn eigentlich meine Verlierer zustande? Denn Verlierer wird es genauso geben wie Gewinner. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist einfach so. Sonst wäre man ja vollkommen, würde keine Fehlentscheidung treffen. Das funktioniert ja nicht. Aber ich muss wissen, wie kamen die Verlierer zustande? Und deswegen ist Protokollieren richtig, aber wirklich mit den Kennzahlen, die mir persönlich auch weiterhelfen würden. Da gibt es natürlich ganz tolle Software, was man alles auswerten kann heutzutage. Das ist ja wirklich verrückt geworden. Ich selber mache es ganz, ganz, ganz normal mit einer Excel-Tabelle, wo ich für mich mal persönlich gesagt habe, was ist für mich wichtig zu protokollieren. Für mich wichtig sind folgende Kennzahlen, die ich mir gerne aufschreibe. Das ist einmal, wann bin ich in den Trade reingegangen? Damit meine ich jetzt nicht den Tag, das ist klar, dass man sich das mal aufschreiben sollte, allein schon um seine eigene Performance-Statistik zu pflegen. Aber ich schreibe mir auch die Uhrzeit auf, um da zu schauen. Hat es da Sinn gemacht oder hat es da keinen Sinn gemacht? Wie liquide waren die Märkte beispielsweise? Das kann man da schön nachvollziehen, so dass man dann vielleicht auch auf ein Zeitfenster kommt, wo man innerhalb der Woche besser handeln kann oder wo es für einen auch besser passt. Und wenn man dann sieht, ja, wenn ich immer um 18 Uhr das gemacht habe oder um 20 Uhr, das waren die Unterschiede. Vielleicht macht es ja dann nur Sinn, um 20 Uhr zu handeln, so dass um 18 Uhr gar nicht mehr ein Rechner muss. Sowas kann man dann da rauslesen. Was ich persönlich immer noch wichtig finde, ist, dass man sich aufschreibt, wenn ich dir eine Option verkaufe, wo stand das Underlying zu der Zeit? Also beispielsweise, ich verkaufe Short Call auf Öl. Jetzt machen wir ein aktuelles Beispiel. Die haben Dienstag verkauft, habe ich beispielsweise Short Call 61, ja, beim Strike 61 Dollar verkauft. Heute stehen wir irgendwo um die 50 Dollar. Als ich ihn verkauft hatte, stand er, glaube ich, bei 53 Dollar der Future. Und so etwas schreibe ich mir dann auf. Zu sagen, wie schnell hat sich meine Option bis zum Trade-Ende bewegt, und das kann ich dann schön ablesen. Da kann ich dann ablesen, beispielsweise bei 53 Dollar im Crude Oil habe ich verkauft, bei 50 Dollar habe ich zurückgekauft. Und innerhalb dieser Zeit hat sich die Option so und so entwickelt. Und da kann man viel ein Gefühl lernen, wie lange man in einem Trade drin bleiben sollte und ob es Sinn macht, ihn ganz auszureizen oder ob es Sinn macht, ihn dann auch schnell zurückzukaufen, um dann gleich neu aufzusetzen. Und so etwas kriege ich nur durch die richtige Protokollierung hin. Also ich schreibe mir also auf, wo steht das Underlying zu der Zeit, als ich es aufgesetzt habe, und wenn ich den Trade beende, schreibe ich mir auch auf, wo das Underlying beim Ende des Trades stand. Dann schreibe ich mir auf, wie hoch war die Volatilität des Underlyings zu dem Zeitpunkt, wie hoch
Anleihen. Und wie hoch war das Delta? Das Delta ist eine Kennzahl. Wenn man sich näher mit dem Optionshandel beschäftigt, wird man dieses Delta noch sehr schätzen wissen. Da regelt sich viel nach, wo man einsteigt, wo man aussteigt. Diese Kennzahl sollte, finde ich persönlich für mich wichtig. Da schreibe ich mir immer auf, bei welchem Delta bin ich in den Trade eingestiegen und bei welchem ausgestiegen. Kann man sehr, sehr viel lernen, was Zeitwertverlust angeht, um dann zu sehen, was kann ich nächstes Mal besser machen? Denn das ist ja die Frage, die ich mir anhand von Protokollierung stelle. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen sollen? Wie kam der Gewinner? Wie kam der Verlierer zustande? Daraus ziehe ich ein Resümee und lerne dann wieder für die Zukunft. Deswegen protokollieren, immer ganz wichtige Sache. Auch wenn das wiederum das Gebot 1 erfordert, Disziplin, Disziplin. Die Maschinen und die Broker geben ja mittlerweile sehr, sehr viel schon her. Aber eine eigene Protokollierung zu machen nach den eigenen Bedürfnissen, also aus meiner persönlichen Sicht der Dinge wirklich durch fast nichts zu ersetzen, weil man dann nämlich auch seine eigene Mentalität damit reinkriegt, um zu sehen, gehe ich den Trade ein, gehe ich nicht ein, was ist in der Vergangenheit passiert. Und da kann ich ganz schnell gucken, wo ist dieser Trade mal gewesen, welche Ähnlichkeiten habe ich da. Und da kann ich wirklich viel, viel lernen. Ja, Nummer 10. Ein bisschen off-topic. Aber aus meiner Bankzeit weiß ich auch, wie wichtig das ist, so einen Notfallordner zu besitzen. Was meine ich damit, Notfallordner? Also wir handeln ja diese Sachen meistens bei ausländischen Brokern, weil in Deutschland das nicht so funktioniert. Oft ist das ja alles nur noch online und tja, was passiert, wenn ich mal krank werde? Was passiert, wenn ich zur Arbeit fahre und aufgrund eines Autounfalls vielleicht nicht mehr nach Hause komme? Je nachdem, wie die eigenen Lebensumstände sind, ist es da absolut sinnvoll, einen Notfallordner sich anzulegen, jemanden, einem guten Freund, irgendjemanden, mit dem man vielleicht zusammenarbeitet in diesem Bereich, mit dem man sich austauscht, wo man Vertrauen hat, dort mal zu schauen, was passiert in solchen Krisenzeiten, in Notfällen, wo ich selber nicht mehr handeln kann. Denn die Positionen sind nun mal offen. Und meistens ist es so, dass in der Familie jemand handelt, ne? Also es handeln bestimmt, es werden auch immer mehr Frauen, die das handeln. Aus der Erfahrung heraus und dem, wo ich mich so bewege, weiß ich, dass es viele Männer sind und die Frauen da nicht so, leider nicht so ein Interesse dran haben. Und was passiert, wenn der nicht wiederkommt und die keine Zugangsdaten sind da von der Plattform, die weiß nicht, wo sie anrufen soll, die manchmal wissen die gar nicht, ob es überhaupt ein Depot gibt oder so ein Handelskonto überhaupt, was so muss ich denn machen? Denn die Positionen sind offen. Und in dem Moment kümmert sich keiner mehr drum. Der Broker tut es nicht, der macht die Dinger nur Notfall zu, wenn das Margin-Konto platt ist. Dann gibt es eine E-Mail, bitte, bitte zahlen Sie was ein, wenn Sie Ihre Position behalten wollen, ansonsten löschen wir die Position und stellen sie glatt und dann ist das Konto auch platt. Und dementsprechend kann ich hier nur jemanden auch wirklich aus der gelebten Historie raus und aus dem, was ich selbst erlebt habe, empfehlen, reden Sie mit jemandem drüber. Schaffen sich einen Notfallordner an, wo drin steht, was ist zu tun, wenn ich mal nicht kann, wo sind die Positionen, was kann ich tun, um sie zu schließen, irgendetwas, damit auf jeden Fall solche Sachen ausgeschlossen werden können, damit nicht die ganze Kohle nachher weg ist, die man sich über Jahre erarbeitet hat. Das wäre einfach schade und auch für die Familie, für diejenigen, die Verantwortung tragen, da auch die Verantwortung zu haben, so etwas weiterzugeben und einen Notfallplan und Notfallordner zu besitzen, um so etwas auszuschließen. An der Börse können wir alle Träume verwirklichen, wilde, friedliche und finstere. Das trifft absolut zu. Umso schöner ist es, wenn man eine Strategie hat, wenn man Gebote hat und Leitplanken hat, in denen man sich durchleiten lassen kann. Und deshalb hier die 10 Gebote, die ich mal zusammengefasst habe, um Ihnen hier einfach erste Einblicke zu geben, was ist wichtig für den Optionshandel. Es ist gerade als Stillhalter, letztendlich ist es nichts weiter als eine Ausbildung. Ein Chirurg, der im Krankenhaus lernt, wird auch ausgebildet. Ne? Der geht nicht heute hin und sagt, ich mache jetzt mal Chirurg und fange jetzt mal an, hier am Bauch rumzupinseln. Und der Pilot, der ein Flugzeug fliegt, der muss auch erst eine Ausbildung machen. Der kann sich nicht einfach reinsetzen und sagt, ich fliege da jetzt mal hin, weil es gibt ja auch einen Autopiloten. Funktioniert nicht. In dem Bereich Börse, Optionshandel, da meinen viele leider, das funktioniert einfach so. Ich werde mal was kaufen, ohne Strategie, ohne alles. Und man muss halt dann teures Lehrgeld bezahlen, aber das alles kann man umgehen. Wenn man sich vorher professionell mal anschaut, wie so etwas ge gehen kann, wie andere das gemacht haben, dann kann man diese Sache absolut abkürzen, um ein erfolgreicher Optionshändler zu werden. So, ganz kurz noch zurück.
Kommen wir jetzt zu dem Part, wo ich mal zeige, was habe ich bisher an Performance gemacht. Ich habe diese Statistiken, die ich Ihnen gleich zeige, sind 3 Stück, heute Morgen aus meiner Broker-Plattform herausgezogen. Das sind einmal, zeige ich Ihnen, seitdem ich angefangen habe, es professionell zu machen, dann die letzten 12 Monate und seit Jahresanfang. Einfach mal, damit man Eindruck geht, was ist möglich. So, hier sehen wir diesen ja, Kontoauszug, kann man dazu sagen, über alles hinweg. Das hier ist jetzt mal das laufende Jahr. Links oben sehen wir das Jahr, die Periode, 2. Januar bis 9. März. Heute Morgen noch frisch rausgezogen. Und rechts sehen wir mein Ergebnis dieses Jahr. Das sind 8,74% derzeit. Ich denke mal, das ist gut. Also ich würde es jetzt als gut bezeichnen, keine Ahnung. Es wird sicherlich Leute geben, die mit Future 40% machen und sind die anderen, die wieder gar nichts haben. Mir geht es darum, dass ich Marathon laufe und ich möchte im Jahr meine 20% haben, um meine Ziele zu erreichen. Und da denke ich mal, bin ich dieses Jahr wieder gut unterwegs. Vor allem, wenn man auch mal sieht, welchen Zeitaufwand man dafür hat. Also klar, für mich ist es ja auch Hobby. Ja, ich mache das ja gerne. Für mich ist es keine Arbeit, ich liebe das. Guckst du an, wie die Kurse so hin und her schwanken. Das ist für mich kein Stress und keine Belastung, aber für viele ist das ja, soll das ja ein Zubrot sein oder welche Ziele die auch immer verfolgen. Und ich, wenn ich jetzt sage, das mache ich wirklich nur ernsthaft nebenbei und möchte noch mehr Zeit haben, würde ich behaupten, dass ich mit 1 Stunde bis 1,5 Stunden am Tag damit voll auskommen würde, um 20% in dem Bereich zu erwirtschaften. Das ist also mein Ergebnis vom 1.1. Und mal zur Kontogröße. Ich habe die ja hier geschwärzt. Beginning NAV, also Netto-Inventarwert, und Ending NAV ist auch geschwärzt. Das sind meine Kontostände. Es ist kein kleines Konto. Ja, also es ist schon ein sechsstelliges Konto, was hier gehandelt wird, damit man auch weiß, dass so etwas, es ist hochmultiplizierbar und genauso runtermultiplizierbar. Ja, nur damit man auch da einen Eindruck kriegt, dass man hier nicht denkt, so ein 5.000-Euro-Konto schnell zu verdoppeln, ist ja nicht so die Kunst, aber die großen Konten zu handeln, das ist natürlich schon, das handelt man ja ganz anders aus Risikobetrachtungspunkten als 5.000-Euro-Konto. Ne? Also hier haben wir schon eine vernünftige Kontogröße liegen. Das ist ja tägliche Auswertung, was wir hier haben vom 2. Januar bis 9. März. Ich verweise nochmal unten auf die sogenannte Net Asset Value. Das heißt, wie ist das im Laufe dieser, vom 2.1. bis heute gestiegen? Man sieht schön dieser ruhige Anstieg, ne? Da sind keine großen Wellen drin, ja? Am Anfang des Jahres neue Positionen aufgesetzt, die sich dann wirklich zwischen Februar und März entfaltet haben, die die Wertentwicklung gebracht haben. Und das ist natürlich dann schön, wenn man oben auch die Kurven sieht. Momentan eine schöne Outperformance erzielt gegenüber den klassischen Indizes. Ob man sich dagegen messen lassen muss oder nicht, also hier ist es ja immer mit drin. Man guckt es an, Interesse halber, weil letztendlich, das ist das, was ich auch in den 10 Geboten gesagt habe, das eigene Ziel ist es ja das, was wichtig ist. Ne? Was interessiert mich da links und rechts, wenn ich trotzdem mein Ziel erreiche? Ne? Kann ich mich drüber freuen und bin glücklich darüber. Also das dieses Jahr, rund 8%. Nach einem Schnee, nach auch den Orderkosten, ne? Die weisen das ja sowieso immer gleich netto aus. So. Dann mal auf die letzten 12 Monate, weil er das als Statistik auch hergegeben hat. Hier mal vom 1.3. bis 2016 bis zum 28. Februar. Da war auch eine super Kurve, ne? Kann man nicht anders sagen. Bin sehr zufrieden. Was den Wertzuwachs anbelangt, Cumulative Return hier 40%. Das Ganze ist ja in der Zeitperiode monatlich gemessen, unten die Balken. Man sieht, wie sich schön das entwickelt hat. Ich hätte gerne noch eine Auswertung irgendwie gehabt vom 1.1.2016 bis 31.12.2016. Er hat sie mir heute irgendwie nicht rausgeworfen, weil ich ja im Januar letzten Jahres, Januar, Februar letzten Jahres auf 2 Fehler gemacht habe, immer im Trading. Da sollten wir vielleicht auch irgendwann mal noch mal ein eigenes Webinar machen, weil man aus Fehlern einfach gut lernen kann. Diese Fehler hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Und wenn man einfach diszipliniert weiterhandelt, Gedankenhygiene wieder betreibt, sich wieder resettet, ja, was möglich ist, und trotzdem noch ein positives Ergebnis rauszuholen, weil ich im Februar auch wirklich hinten gelegen habe und trotzdem alles weitaus noch mehr verdient habe, ist alles okay. Aber wenn man, das ist einfach auch nur mal für Sie, die jetzt hier zuschauen, dass man weiß,
Es geht alles wieder, ja. Man muss diszipliniert durchhandeln, man muss sich wieder klar machen, was wollte ich eigentlich. Ne? Menschen machen Fehler, deswegen sind wir ja Menschen, aber wir können das alles wieder auf die richtige Bahn schieben. Ne? Und 40% dann innerhalb der letzten 12 Monate, alles ist gut, passt schon. So, und dann ist ja mal interessant, als ich dieses Account dann eröffnet habe, wo ich gesagt habe, jetzt kümmere ich mich richtig drum. Ich habe ernsthaft wieder angefangen, das sieht man unten in der Net Asset Value Grafik sehr schön. Mai 2013 ging es mal wieder richtig los, da habe ich das dann richtig kapitalisiert. Also nicht mit Spielgeld, sondern mit der richtigen Kohle. Habe dann ja, richtig angefangen und ja, sieht man das Ergebnis, ne? Man sieht Mai 2013 bis Januar 2017, das ist das Mai 14, 15, 16, da 3 Jahre, 3,5 Jahre jetzt und insgesamt Return von 83% erzielt bei einer sechsstelligen Summe. Ich glaube, das ist okay. Ja. Dass das vielleicht ewig nicht so weiterlaufen wird, mag sein. Man sieht ja auch die Schwankungen, die ich hatte im August 2015 können wir auch rechts sehen. Worst Return, da war ja August 2015, vielleicht erinnern sich noch einige, da ging es ja dann ein bisschen durchgeschüttelt, wurde man in diesem Monat. Aber dieser Monat, wo ich dann hier mal 13% kurzfristig verlor, das war der Grundstein für die weiteren Erfolge. Warum? Auch bis dahin war auch wirklich die Volatilität im Markt sehr, sehr niedrig gewesen. Und ab August, wo es dann mal so durchgeschüttelt wurde, da ging es dann wieder richtig los, weil dann viel, viel mehr Chancen da waren. Und das war der Grundstein, um die gute Performance weiterhin zu erzielen. Das ist wirklich interessant gewesen. Da habe ich auch viel, viel gelernt im August 2015. Ja, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die bisher erzielt wurden. Und wenn sich das weiterhin so abspielt, ist alles gut. Da freue ich mich drüber. Also, das alles Echtgeldkonten, das ist mein Echtgeldkonto, das ich selber für mich persönlich habe. So. Ja, die meisten wünschen sich reich zu sein, nur wenige haben aber einen klaren Plan. Und tja, wie kommt man jetzt zu diesem Plan? Was können Sie jetzt tun? Und zwar auf der Seite optionsstrategien.com. Da gibt es den Basiskurs Optionsstrategien. Sind 63 Videos, die man sich anschauen kann, wo man erstmal auch überhaupt den Begriff Stillhaltergeschäft, was ist der Unterschied zwischen Kaufen und Verkaufen einer Option hinter den Strategien lernen kann. Das Ganze ist für eine lächerliche Schutzgebühr von 5 € zu erhalten und damit können Sie eigentlich schon mal das Fundament sich schaffen, um von den Optionsstrategien zu lernen, von diesem Basiskurs. Auf optionsstrategien.com finden Sie das Ganze, sind Sie ganz herzlich eingeladen, sich das Ganze zu bestellen und auch runterzuladen. Wo finden Sie weiterhin Informationen? Einmal auf www.optionsstrategien.com. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie weiter irgendetwas wissen wollen zu Ausbildungsprogrammen, Ähnlichem, gerne an info@optionsstrategien.com. Ansonsten der YouTube-Kanal Optionsstrategien, wo auch ganz, ganz viele schöne 10-Minuten-Videos drin sind. Da wird erklärt, da geht es auch schon um Strategien, was ist ein Shortput, was ist Volatilität, was ist ein IV-Rank, alles so Sachen, mit denen man in Berührung kommt, wenn man Optionen handelt. Und da finden Sie sehr, sehr, sehr viel Input, der Ihnen erstmal weiterhelfen kann. Können Sie sich gerne informieren. Geben Sie uns auch gerne einen Daumen hoch für das, was Sie da sehen. Da freuen wir uns auch immer. Dann unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Gucken Sie mal drauf, treten Sie der Gruppe bei, wir geben Sie gerne frei dafür. Dort können Sie sich austauschen, können Fragen stellen, von der einfachen Anfängerfrage bis hin zur Profifrage. Es sind da sehr, sehr viele Gleichgesinnte drin, wo auch wirklich schnell Hilfe kommt, wenn man mal ein Problem auch hat im Handel. Und ansonsten kann man da auch Grundlagen gerne erfahren und sich austauschen, mit anderen vernetzen, um einfach sein Wissen dort zu erweitern. Wenn Sie Fragen noch an mich haben und an meine Person, gerne auch an info@optionsstrategien.com. Dort leitet mir dann was weiter und bin gern bereit, da auch weitere Auskünfte zu geben. Das war es von mir aus. Das waren heute die 10 Gebote des Optionshandels. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ein schönes Wochenende.